31. Ich weiß gar nicht, wie es bei Crash 2 war. Ich glaube, da war aber auch keine Musik. Was ist das denn hier für Müll? Mann. Stand da so, hä? Soll ich das jetzt direkt auf Zeit probieren? Oder nicht? Zeit ja oder nein? Das ist halt ein kleines Stückchen am Ende zum Rennen, aber das sollte eigentlich machbar sein, oder? Und am Anfang ist halt auch ein bisschen. Aber das zählt ja nicht, weil da die Zeit... Ach komm, wir probieren es einfach mal. Ja, eins ist Rennen, ne? Ja. So. Konnte man nicht im Original durchrennen? Also die ganze Zeit? Wo bin ich jetzt dumm? Ja, ist ja ähnlich wie bei Crash 1. Dass es da auch nicht weitergeht. Hallo, lauf doch mal, du Pisser. Da ist erst ein Teil 3. Gold wollte ich holen, ne? Ich glaube, für eine Trophäe brauchte man hier Gold. Gab's damals eine Trophäe, gab's dafür Gold. Jo, gut. Dann machen wir überall Gold, aber das machen wir jetzt nicht nochmal. Weil Rennen und so, weil kann ja sein, dass da nur ein paar... dass da ein paar Sekunden waren und da halt, dass es dran schuld war, dass wir nicht rennen konnten. Okay.
Ach stimmt, jetzt kommt das hier, ne? Glückwunsch, du gewinnst eine Trophäe! Nee, da bin ich nicht drüber gelaufen. Jetzt aber. Was ich mich immer frage, ob das möglich ist. Ich glaube, ich hatte 49. Aber ich meine, ich hatte... Also ich denke mal, das eine ist Saphir, Gold, Platin und... hier... Von den Programmierern die Zeit. Developer Times. Ich glaube, ich hatte 59 oder 49 oder sowas oder 50 auf jeden Fall. Hätte man das vielleicht schon mit dem Rennen rausgehabt. Da unten waren keine Kisten, ne? Okay, weiter geht's. Und oh, der ist so schön. Vor allem noch mit den Kratzern da drin. Das ist so. Oh. Ich wünschte mir, sowas gäbe es irgendwie als Statue, was man da irgendwie hinstellen kann. Ich habe mir jetzt übrigens von Crash Team Racing eine Statue gekauft und so einen Pokal. Die Statue ist aber mega geil. Das ist eigentlich, ist das so ein Ding, wo man so Räucherpyramiden. Räuchercones, weiß nicht mehr, wie die Teile heißen, reintun kann. Dann raucht hinten der Motor, aber dafür ist mir das zu schade. Da wird niemals sowas reinkommen. Genau dieser Emoji. Huch, da wäre ich ja fast beinahe da runtergefallen. Bam, bam, bam. Komm, gib Gazen. Nein! Dankeschön. Die Tür hat ihn geteilt. Das Spiel kam aber gerade auch nicht selbst so ganz auf sich klar, glaube ich. Die rechte macht er, glaube ich, kaputt. Nee, macht er auch nicht kaputt. Na gut. Again. Mir ist so warm. Ach komm, Crash. Jetzt wird's aber langsam albern hier.
fühle mich gerade ein bisschen dumm. So, jetzt aber. Mann, mach doch deine Kacke da. Wie ist es denn mit den hinteren beiden? Wollt ihr die kaputt? Wollt ihr die hinteren beiden kaputt oder kann ich mich einfach nur auf die vorderen beiden konzentrieren? Das wäre jetzt hier die größere Frage. Ich habe jetzt aber keine Lust, das auszuprobieren. Oh, das war mal. Das war gut runterhergerutscht. So. Läuft. Gut. Wunderschön. Was sagt die Uhr? 14.37 Uhr. Ich glaube, ich hole mir jetzt noch ein Bier und dann geht es gleich weiter. Oder kommt jetzt noch irgendeine Durchsage? Nee. Ich hole mir mal gerade noch ein Bier. Nee. Ich habe mir ein Bier geholt und habe Sauerei gemacht. Da stand noch eine Vase auf dem Küchentisch. Küchentisch. Und die habe ich umgeschmissen und da war Wasser drin und ja, ein bisschen Sauerei gemacht. Und... das ist kein Bier mehr im Kühlschrank. Das ist das größte Problem. Aber jetzt trinke ich ein warmes und habe dann gleich noch zwei kalte. Ja, so warm ist es auch nicht. So. Weiter geht's. Seildeal. Gewisse versteckte grüne Edelstein. Moment. Nee, das ist kein Köpi, das ist Krombacher Radler alkoholfrei. So. Hier finde ich Musik auch nicht ganz so scheiße. Nee, das Blumenwasser ging aber. Das war auch kein... also es war... da war mal eine Rose drin, eine. Also so viel Bumswasser war da nicht. Ist ja fast wie doppelt alkoholfrei, aber es schmeckt voll lecker. Das ist wie... Cola nur geiler. Oder Sprite nur geiler. Und hier sind keine Kisten gewesen, ne? Weil dann mache ich mich jetzt tot. Von Dennis an dich? Nee, ich kaufe mir die mal selber. Ist jetzt ehrlich, ich kaufe mir die echt immer selber. Das erste Mal, dass ich Musik von den Abwasserleveln im Remake höre, okay. Ich finde die Mäuse hier so geil. Dass das einfach nicht mutierte Mäuse sind, sondern dass sie so eine... ja, das war doof. Dass sie so eine Rüstung einfach anhaben. Mit einer Maske, die aussieht wie... oh, Scheiße. Also nicht die aussieht wie Scheiße, sondern... wie hieß der Typ denn nochmal? Das fällt mir jetzt erst auf, dass die Maske so aussieht. Kann auch sein, dass das nur wegen den roten Augen so ist.
Mann! Mir fällt jetzt noch nicht mal der Filmtitel ein. Moment, ich muss jetzt nachdenken. Wie hieß denn der Film? Guardians of the Galaxy. Und jetzt weiß ich, nicht, wie der Typ hieß. Mir fällt noch nicht mal sein echter Name ein. Chris Pratt, so heißt der. Oh, Schneckchen.